Weihnachten wird in Senioren- und Pflegeheimen in diesem Jahr anders ablaufen als sonst, so wie in dieser Einrichtung der Diakonie in Nürnberg. Wegen der Corona-Pandemie gelten strenge Vorschriften und Beschränkungen für die Besucher. Schließlich sind ältere Menschen durch das Virus besonders bedroht. Auch die Bewohner selbst und die Beschäftigten müssen geschützt werden. Also die Bewohner, wo es halt geht, wird auch ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Aber es ist halt bei Demenzkranken sehr schwierig, das tagtäglich immer wieder auch zu erinnern und sagen, bitte Maske hoch. Aber wir sind da ganz gut dabei. Mittlerweile sind sie alle gewöhnt. Wir machen das jetzt seit März und es gehört sozusagen schon dazu. Trotz der widrigen Umstände versucht das Personal, den Menschen in der Senioreneinrichtung ein schönes Fest zu bereiten. Die Angestellten geraten immer wieder an ihre Belastungsgrenzen. Also das ist, geht sehr, sehr an die Psyche. Also manche schwitzen drin, dann frieren sie. Also es kommen natürlich auch Erkältungskrankheiten. Man muss ja dann auch mal rausgehen, dass man auch die FFP2-Maske mal auf dem Balkon einfach mal abmacht, Luft holt. Also es sind katastrophale Bedingungen, wenn man wirklich 8 Stunden, unsere erste Quarantänestation waren Mitarbeiter 12 Stunden, wo sie diese Schutzanzüge getragen haben. Also das ist wirklich sehr, sehr hart. Einen besonderen Wunsch hat Astrid Jäger zu Weihnachten. Dass alle so wenig Kontakt wie möglich, weil wenn sich wieder sehr viele nicht an die Regeln halten, dann haben wir hier die dritte Welle.